Passt doch. Sehr gute Laufwerke. Wundervoll. Weil bei Technics hast du ja manchmal das Problem, dass der Pitch irgendwie nicht ganz, nach Jahren nicht mehr ganz sauber funktioniert. Ja. Gerade unter der Null, wenn du gerade ins Minus gehst, da ist ja nicht mehr ganz... Um die Mitte rum. Aber gerade auch, wenn Kollegen oder keine Ahnung, auch Leute hier mal eben gucken wollen, was da läuft, dann doch der Tropfen Bier da irgendwo verschwindet so. Nicht? Kann sowas sehr schnell passieren. So, ja. Hm. Ja. Was hast du uns da rausgesucht? Lager und Buschmacker? Genau, ja. Wollen wir mal kurz zurückkommen hier auf dieses Thema. Genau. Okay. Es gab dann die Zeit, wie das so ist, geht ja dann weiter, also auch in unserem Leben. Und Love Parade, bei der ersten war ich nicht dabei, aber in den 10 Jahren danach wurde ich regelmäßig eingeladen, habe da auch mich beteiligen dürfen. Da kommen wir später noch zu, wir haben auch ein schönes Video, das wir mal präsentieren können. Ja. Da kommen wir gleich noch mal zu. Jetzt mal ich wollte was sagen, wie es dann irgendwie auch vom DJing sich dann quasi erweitert hat auf die Produktionsebene. Ne? Ja. Ich bin von Haus aus kein Musikproduzent. Und bei der Parade, ich glaube 92 war das, irgendwo Adlershof da draußen, waren so Hallen, irgendwie standen da. In einer Halle wurde aufgelegt und die andere Halle übertrug die Musik, war aber schon damals Zombie. Da war niemand, das war nur der Sound von nebenan in der anderen Halle, die aber auch voll war. Da tippte mir jemand so auf die Schulter. Und ich drehe mich so um. Und das Gesicht hatte ich wohl schon mal gesehen, aber ich konnte ihn gerade nicht zuordnen. Das war Gerrit Frerichs. Und für Leute, die den Namen jetzt auch nicht direkt auf dem Schirm haben, Humate, Love Stimulation, sollte jedem was sagen, also müsste eigentlich in allen Ohren klingeln. Ja, und das war wie ein Ruf. Also der Mensch, Jens, warum machst du eigentlich nicht den Schritt ins Studio? Warum produzierst du eigentlich nicht? Und ich sage ganz einfach, weil ich das nicht kann. Ja, da könnte ich dir vielleicht bei helfen. Mhm, und daraus ist das Projekt Jens entstanden. Und wir haben eine ganz lange Zeit zusammen ganz toll gearbeitet. Cool, ja. Vielen Dank an dieser Stelle, Gerrit. Ja. Ja. Sehr schön. So, was haben wir als nächstes parat? Ach, müssen wir was hören. Mal gucken, ja. Cool, ah, hier. Cool. Ah, das ist auch eine schöne Platte hier, schaut mal. Oh, ich höre gerade einen schönen Sample von. Oh, der kommt gleich, ein wundervoller Break, ey. Ich höre gerade den Sample. Ja. Das ist von Candido, Jingo. Ja. Dum-dum-dum. 1979 Salzhol. Ja, kennst du das? Jingo, ja, logisch. Jingo. Ah. Das ist genau der Loop, der drin ist. Ja. Ja, da ist das Experte, also, hört das ab und zu mal. Das ist jetzt das nicht Jingo. Ein Loop raus, ne? Ja. Ja, genau. Ja, hier sind wir mitten im Punk. Ich glaube, das ist Mongoloid oder sowas. Ich kann es auch ein bisschen lauter machen. Ja. Auch ein mega Klassiker. Definitiv. Die hatte der Steve letztens auch dabei. Hat er aber noch, haben wir aber nicht in der Sendung. Das war auch im Angebot. Er hat dann überlegt, was er so spielt. Unser Kollege Steve Mason. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, und 90er Jahre, die ersten Rave-Partys, was war für dich so prägnant? Oder war denn so das erste große Rave-Event, wo du gespielt hast? Oh, ich glaube, das waren schon die Love Parade-Partys in Berlin dann. Also ich erinnere mich an die Halle Weißensee, da haben wir was gemacht. Das muss 1991 gewesen sein. Ich erinnere mich daran. Ja, es war 91. 91 war erst in Medigland. Da haben wir uns, mein damaliger Mitbewohner und ich in Berlin, wir haben uns da, plötzlich hat er einen Motorroller gehabt. Ja? Haben wir uns auf den Motorroller gesetzt und er sagt, wir fahren da mit dem Roller hin. Ja, gut, passt die Kiste irgendwie festgemacht hinten. Da sind wir immer nach Norden gefahren, hatten aber noch Zeit, sind vorher da irgendwo in der Nähe vom Alex, da wurde Dawn of the Dead gezeigt, der Zombie-Film von George Romero. Haben wir uns die ungeschnittene Version angeschaut, sind dann weiter in diese ehemalige Waschmaschinenfabrik, ich weiß nicht, was das da war, Halle Weißensee. Ja. Und auch da war das so, das war, wie viele Kollegen haben da mitgemacht? 10, wenn es hochkommt, 12. Letztens die Flyer gesehen, 6 auf dem Freitag, 6 auf dem Samstag. Und ich durfte einer davon sein. Und ja,
Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, das war das Größte damals so. Monitor hat nicht funktioniert, weiß ich noch. Oh. Man hat tierisch geschwommen, aber was soll's. Ja. Das hat, Mann war der Einzige, der irgendwie der kritisch war. Irgendwie. Das hat den Leuten Spaß gemacht. Ja, geil. Ja, cool. Ja. So, dann machen wir mal gucken, was wir als nächstes haben. Mega Zeit. Hier mal wieder zurück in die 80er. Uchi Kuchi. Baby Ford. Ja, geil. Das witzigerweise, das Uchi Kuchi, das war, glaube ich, da war auch ein Disco-Sample mit drin von Poussin. Ja, Chiki, ja. Chiki, a, a, ui, ui. Und da war auf dem LP war eine Uchi Kuchi, ulala. Das wurde dann von Baby Ford da reingesampelt. Ja. Ja, das, ich glaube, das waren die ersten größeren Sachen so, also diese großen Paradenpartys, zu denen man dann einfach dazugeholt wurde. Ne? Ja. Das hier, also die Baby Ford war eine Platte. Das Opera House hat halt, weil es dann auch ganz gut funktionierte, auch die Möglichkeit genutzt, ich glaube auch relativ bundesweit so, also mit, auf jeden Fall mit, die waren ganz früh mit dabei, Gast-DJs aus UK zum Beispiel zu buchen. Wir hatten Colin Favor regelmäßig da. Wir hatten Ian Loveday da. Wir hatten Colin Dale da. Wir hatten Kid Bachelor da, was auch immer der heute treibt. Ich hab letztens gesucht, ich habe den Namen nur noch ganz, ganz entfernt gefunden. Aber um mit solchen Kollegen zu spielen, war natürlich auch für uns ein Ereignis. Nicht? Ich weiß nicht, ich hab auch mal in der Königspop eine Acid-Party gemacht, die allererste Acid-Party. Wann war das genau? Ich glaube, das war 1989, 90. Da hatte ich einen Colin Favor dann gebucht, den habe ich dann vom Flughafen abgeholt und ja, der hat irgendwie den englischen House und Acid gespielt. Also wir waren ja mehr auf Chicago und die hatte natürlich die englische Variante präsentiert. Ne? Und das war aber auch cool, ich fand es richtig geil, ne? Und Colin Favor, netter Typ und so. Gibt es natürlich auch ein paar kleine Storys dazu, die ich jetzt gerade auch nicht hier gerade in der Öffentlichkeit erzählen möchte, aber das war schon ganz witzig. Also mich hat das total beeinflusst, muss ich sagen. Ich war immer schon sehr England orientiert, also kopfmäßig, auch stylemäßig. Also mich hat das immer interessiert, wir auch ganz zum, nur mal einen Sprung zurück zum Anfang der Sendung. Also wir dann so als die ewigen Oberschüler sind dann immer so, haben wir immer Nahverkehrstickets gekauft, um uns am Bremer Hauptbahnhof die ersten und wahrscheinlich auch die einzigen Ausgaben von Face und ID Magazine am Bahnhof zu greifen. Ja. Das war damals irgendwie, man musste dafür, ich habe morgens angerufen, ist schon da? Ja, wir haben zwei Ausgaben, okay. Ich setze mich in die Bahn, fahre zum Bahnhof und kaufe mir eine Zeitschrift. Heutzutage unfassbar. Ich meine, muss man sich mal... Aber damals gab es doch dieses Medium. Das gab, und die Dinger waren spannend und das, was man da drin fand, das fand man nirgendwo anders. Und das meiste war nun mal irgendwie UK irgendwie und ja. Und Amerika. Ja. Na, und es gab, wir haben damals kein Social Media gehabt, sondern das war für unser Social Media, war die Zeitschrift nicht. Ja. Ich weiß, ich habe damals mit meinem damaligen Kollegen Frenchy Grignon, mit dem ich den Disco Mix Club in Deutschland ins Leben gerufen habe. Also wir haben das Franchise für Deutschland gehabt. Ja, ja. Und mit dem habe ich eben die Zeitschrift Network Press zusammen gemacht. Kennst du das noch? Network Press? Ja, für die habe ich sogar mal ein paar Jahre Beiträge geliefert. Das Magazin haben wir das gemacht. Ich habe immer auch immer Plattenrezensionen und Berichte geschrieben. War dann immer mit auf den Weltmeisterschaften und habe darüber hab Farley Jackmaster Funk interviewt und all solche. Also da hast du mir ein paar Jahre voraus auf jeden Fall, wenn du das Ding mit in die Welt gesetzt hast. Ja. So, ja, ich habe, cool. Da gibt es viele, das, was man gar nicht von mir weiß, aber dafür gibt es ja diese Sendung, aber was man auch zu sagen, was man auch. Man muss ja auch nicht mit jeder Tür gleich ins Haus fallen. Genau, oder? Nee, muss man auch nicht. Ne? So, jetzt geht's weiter. Jawohl.
Sisters, Sisters. Ja. Das ist eine bunte Mischung, die du rausgesucht hast. Ja, also ich versuche das eigentlich. Das ist auch immer mein Prinzip so ein bisschen gewesen. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, ich langweile mich nicht gerne. Ich langweile mich eigentlich super selten, weil mich total viele Sachen interessieren. Ja. Aber musikalisch sehe ich das auch immer so. Man entscheidet ja letztendlich, was man tut, immer so von aus diesem Körperbereich heraus. Also keine Ahnung, so Zwergfell irgendwo. Nicht? Und wenn ich halt gucke, was machen die Leute und wie ist die Reaktion, dann ist es für mich auch immer wichtig, Leute in eine bestimmte Richtung zu treiben, um sie dann aber, um den Teppich dann wegzuziehen. Ja. So, nicht? Abzuholen. Und immer wieder, ja, einfach weiß ich, keine Ahnung, wie das Leben. Das Leben ist nicht dunkelgrau. Das Leben ist auch nicht schwarz, sondern das kann auch hellgrün sein oder pink. Genau, das ist egal. Black and white, ja, also ich finde, man sollte die Vielfalt der Möglichkeiten nutzen, auch musikalisch. So, weil ich, denn man die kann sind auch, ja auch gegeben heutzutage. Ja. Waren eigentlich schon immer da. Das ist eine Frage, wie. Damals hatte ja man ja auch nicht viele Möglichkeiten, sich zu informieren, sondern es ging da für einen DJ damals in den 70er und 80ern darum, seine Peak-Time, seine in der Woche zu nutzen, um Schallplatten sich anzuhören und Neuheiten, aber auch aus anderen Genres, was man damit einbringen könnte, mal reinmixen konnte. Ne?